Wir zwingen das Forum Waffenrecht in die Knie. Ja, liebe Freunde, ein kleines Update bezüglich der Petition, die mein Mitstreiter Tactical Dad und meine Wenigkeit vor ein paar Tagen auf den Weg gebracht haben. Wir haben jetzt bereits 65% der nötigen Unterschriften zur Erreichung des Quorums eingesammelt. Wie viel es aktuell sind, könnt ihr unten bei Klick auf den Link sehen. Und nun erscheint es wahrscheinlich, dass wir sogar deutlich früher als geplant am Ziel sein werden. Nochmal, worum geht es eigentlich? Ja, wir wollen das aus unserer Sicht nicht nur seit 25 Jahren untätige, sondern kontraproduktive Forum Waffenrecht abgeschafft sehen, damit der VDB übernehmen und endlich echte Lobbyarbeit machen kann. Mit der ständig schlimmer werdenden Gängelung der Legalwaffenbesitzer in Deutschland muss Schluss sein. Wir fordern ein Ende der Enteignung und der Beschneidung unserer Grundrechte. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Forum Waffenrechts. Aber was wir da sehen seit Jahrzehnten, ist einfach nur vorauseilender Gehorsam, Agieren mit dem Rücken zur Wand und duckmäuserische Anbiederung an die jeweiligen Regierungen. Sinnlos, nutzlos, aussichtslos und auf der ganzen Linie gescheitert. Ja, da wird natürlich viel diskutiert in den Foren und Gruppen und was es nicht alle gibt. Es gibt sehr viel Zustimmung, vielen Dank dafür, aber es gibt natürlich auch Gegenwind. Ja? Wir werden als Spaltpilze bezeichnet. Aber das stimmt einfach nicht. Die Spaltung ist bereits seit längerer Zeit Fakt. Einfach, weil das Forum Waffenrecht und der VDB eine völlig unterschiedliche Strategie verfolgen. Aber es war der unerhörte Rauswurf des VDB aus dem Vorstand des FWR, welcher die Spaltung endgültig gemacht hat. Der Graben ist gezogen, gebuddelt durch das FWR. Von nun an gibt es halt zwei Waffenlobbyverbände, die ganz unterschiedlich agieren und sogar gegeneinander arbeiten. Das schwächt uns und das muss weg. Wir fordern deshalb eine Auflösung des FWR. Sie hatten ihre Chance, 25 Jahre lang. Jetzt müssen sie abtreten und einer neuen Kraft Platz machen. Nur das kann die Spaltung beenden. Ja, dann wird gesagt, dass das FWR immerhin den Super-GAU für Sportschützen verhindert hätte. Leute, wacht doch mal auf. Der Super-GAU ist doch längst eingetreten. Unter der Führung des FWR hat der Gesetzgeber den Sportschützen eine Zumutung nach der anderen reingedrückt. Sportschützen müssen zwangsweise einem Verband beitreten, dürfen erst so spät mit dem Sport anfangen, dass sie international chancenlos sind, müssen sich auf ihre eigenen Kosten alle 3 Jahre, auch vom Verfassungsschutz, durchleuchten lassen. Verdachtslos natürlich. Ne? Sie müssen laufend überbürokratisch Buch führen über ihr Training, müssen um jede neue Sportwaffe kämpfen und sie müssen sogar das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung aufgeben. Eigentlich garantiert durch unser Grundgesetz, dessen 75. Geburtstag von genau denselben Verbotspolitikern gerade rauschend auf Kosten des Steuerzahlers gefeiert wird. Ja? Nur nicht für die Waffenbesitzer, da soll das nicht gelten. Die Liste der Verschärfungen ist lang, zu lang für dieses Video. Schlimmer könnte es in der Tat nur werden, wenn die Sportwaffen gleich Mordwaffenaktivisten erfolgreich ihre Forderungen durchsetzen können. So wie ich das sehe, könnte das schon bald passieren. Und das FWR, das wird natürlich zustimmen. Schießen wir eben alle nur noch mit Lasergewehren, natürlich weiterhin als Zwangsmitglieder der Verbände, deren Bosse zufällig auch Posten im FWR haben. Warum wohl? Wir können das verhindern und wir können sogar wieder zu einem ausgewogenen und fairen Waffenrecht zurückkehren, wenn wir echte Lobbyarbeit betreiben. Was wir brauchen, ist eine Organisation nach dem Muster der NRA in den USA. Ein gnadenloser und finanzstarker Verband, der jede Verschärfung attackiert und jedes noch so kleine Aufflackern der Verschärfungsbrände instantan mit schwerem Stiefel austritt. Ein Lobbyverband, der den richtigen Leuten in der Politik Geld, Pöstchen und Wählerstimmen verschafft und Anti-Waffenpolitiker mit Shitstorms überzieht. Ein Verband, der Listen mit wählbaren und nicht wählbaren Politikern aufstellt. Ein Verband, der mit großem Einfluss an der zukünftigen Waffengesetzgebung in den Jahren nach der Zeitenwende mitarbeitet. Immerhin haben wir einen Krieg in Europa und das wird auch lange so bleiben, fürchte ich. Naja, aber wir brauchen wieder eine gerade Linie in das deutsche Waffenrecht und das kann nur eine schlagkräftige Lobbyorganisation. Der VDB, der kann das schaffen, das FWR
Sicher nicht. Ja, in den Foren wirft man uns jetzt vor, die Petition würde nichts bewirken und die Kampagne wäre nur ein privater Rachefeldzug. Das ist beides Unsinn. Also ich kenne keinen der Funktionäre des FER persönlich. Ich habe auch nichts Persönliches gegen diese Leute. Ich bin einfach nur völlig unterschiedlicher Meinung bezüglich der Art und übrigens auch der Ergebnisse der von dieser Gruppe praktizierten Lobbyarbeit. Und natürlich bewirkt unsere Petition etwas. Wenn man im Forum Waffenrecht, bei Google eingibt, was erscheint da an der zweiten Stelle, gleich nach der FER-Homepage und noch vor dem Wikipedia-Artikel? Unsere Petition. Nicht nur wird die Kampagne den FER nochmals mehr Fördermitglieder kosten, ja, tschüss Mitgliedsbeiträge, sondern sie wird dem FER auch das Einsammeln von Spenden aus der Industrie stark erschweren. Na, welcher Geschäftsführer würde denn nicht erstmal googeln, was sich denn hinter einem Bittsteller verbirgt? Und was findet er da? Seht ihr? Natürlich wird das FER nicht die Liquidation einleiten, wenn wir unser Quorum erreichen. Die würden das auch nicht bei 1 Million Stimmen tun. Aber das müssen sie auch gar nicht. Es wird ihnen schlicht die Kohle ausgehen. Also bitte, liebe Freunde, zeichnet unsere Petition. Wenn ihr das nicht schon gemacht habt, tretet aus dem FER aus und tretet in den VDB ein. Zusammen schaffen wir das. Aber noch einmal möchte ich betonen, dass die Petition in keiner Weise mit dem VDB abgestimmt ist und für den VDB genauso überraschend gekommen ist wie für alle anderen. Es ist ein echter Alleingang von Tactical Dad und meiner Wenigkeit. Okay, das war's. Danke und bye bye.